Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Homefront The Revolution. Ja, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich es aufgenommen habe. Ich habe eine kurze Zwischenpause gemacht zwischen den zwei Folgen. Jetzt es ist immer noch derselbe Tag, der Sonntag, und es ist immer noch so mega warm. Und ja, ich will weiter Homefront aufnehmen, es macht so viel Spaß. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich nehme noch mal ein paar Stündchen auf. Und ja, wir müssen in die Garage. Sie will uns ja zeigen den guten Art der... Ist egal. Nebenbei bin ich gerade schon am Rennen nach die ersten 8 Videos. Voll geil. Läuft alles bei mir. Komm. Hallo, wie komme ich denn da rein? Achso, hier wahrscheinlich, oder? Ich denke mal, dass ich hier rein muss. Vermute ich mal. Ich verstehe es nicht. Alleine Zeit 18 Stunden, Alter. 18 Stunden ist damit gemeint. Ah, hier. Ist wie lange die Videos brauchen. 8 Stück. Da kann man sich mal ausrechnen, ne? Wenn ich für 8 Videos 18 Stunden brauche, um die komplett zu rendern, um die auf YouTube hochzuladen. Ne? Du machst keine Faxen, was, Brady? Okay, Leute, wir müssen die Umgebung sichern. Wo ist denn der Goliath? Sucht nach Waffen, Munition, allem, was wir benutzen können. Ich muss die Signalabdeckung für den Goliath sicherstellen. Ich schwöre, ich verbringe momentan mehr Zeit an der Tastatur als vor dem Krieg. Aha, ist ja interessant. Und ich bin am Schwitzen wie ein Schwein gerade. Und? Hab's. Unser Goliath hat jetzt im gesamten Gebiet volle Signalabdeckung. Mhm. Damit sollten wir gute Chancen haben, wenn wir die Independence Hall stürmen. Ja. Okay. Weiter zu Phase 2. Also, die Norks benutzen fliegende Drohnen, um die roten Zonen zu patrouillieren. Wir nennen sie Duster, weil sie dieses Gas versprühen. Das Zeug ist übel. Wenn wir nicht wollen, dass diese Dinger bei der Indie Hall gegen uns eingesetzt werden, dann müssen wir alle Abschussorte in der Stadt zerstören. Mhm. Also ich... Ich schätze, sie werden gut bewacht sein, aber du musst das nicht alleine durchziehen. Ich werde den Goliath von hier aus steuern und dich unterstützen. So kann ich gleich die Systeme testen. Pass nur bitte auf den Goliath auf. Also muss ich jetzt noch babysitten, oder was? Na toll, okay. Super. Ich schicke dir die Standorte der Abschussgeräte auf dein Smartphone und aktiviere den Goliath. Mhm. Dann fangen wir mal an. Okay. Also, ob die da packen, ich habe den Goliath jetzt so programmiert, dass er deinem Smartphone-Signal folgt. Ich kontrolliere das Geschütz. Lass uns ein bisschen Schaden anrichten. Muss ich dir okay, Brady, oder? Wir sind bereit. Dann finden wir mal heraus, was der Goliath drauf hat. Okay, kann ich da aufsteigen? Wieso qualmt der denn da oben? Alter, mal schön mit Sticker und tralala und... Alter, wie geil. Was macht... Wieso wackelt der so? Nee, ich will es gar nicht wissen. Kann ich nochmal hier rein? Hier waren noch so viele Gegenstände zum Abkrabbeln. Ja, das meine ich doch. So. Dann habe ich das. Ich fülle nochmal eben meine Munition auf. So. Speichert das Spiel noch mal eben. Sonst irgendwas Interessantes hier. Anderes bitten? Kannst du gerne machen. Ich habe genügend Zeit. Wie gut, dass man hier auch so gut rankommt, weil der Affe hier in der Ecke steht. Aber gut, okay. Ja, dann wollen wir mal. Kann ich laufen oder muss ich das Motorrad nehmen? Geil. Der folgt mir jetzt. Ist ja cool. Weißt du, wenn ich rechts lang gehe, geht der auch rechts lang? Wie geil. Weißt du, wenn ich in die andere Richtung gehe? Ah, fuck, schade. Jetzt hab ich den Kind umsonst benutzt. Okay, dann machen wir mal. Gehen wir erstmal hier hin. Ich hoffe, der Goliath folgt mir jetzt in die Richtung. Ja, ich glaube, der kommt. So, aber das wird jetzt lustig. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie das funktioniert dann ist. Kann ich noch so eine Bombe bauen? Ja, kann ich noch. Sehr schön. Ich brauche nämlich ein paar. Der Goliath ist auch schon da. So, sehr schnell. Na. So. Der Goliath denn überall durch eigentlich? Das würde mich mal brennen. Ja,
anscheinend ja. Alter. Krass. So ein Ding hätte ich gerne für zu Hause, für die Straße. Oh, warte mal. Hallo, Jungs. Komm mal hier. Ich habe wenigstens das Fahrzeug zerstört. Ja, mach's mal. Ich dachte, du sollst in der Nähe bleiben, nicht abhauen. Ja, ich bin noch in der Nähe. Was will sie denn von mir? Wir machen echte Kosten. Ich drücke mal den falschen Stick, um das Rädchen hier zu bewegen. Das ist alles am Schrottplatz. Na los! So, dann kommen wir mit, lieber Goliath. Kommt der jetzt hier oder wie ist das? Die schlimmsten Dreckskerle des Widerstands im ganzen Land. Brady! Wo willst du hin? Wie, wo will ich hin? Ja, was kann ich denn dafür, dass dein scheiß dämlicher Goliath da rumsteht und nicht mitkommt? Alter, die ist so fertig. Da steht ein Fahrzeug, ne? Warte mal hier. Wo steht der denn? Ah ja, okay. Ja. Je näher du dem Goliath bist, desto sicherer wirst du. Ja, warte mal eben. Habe ich wenigstens Fahrzeuge zerstört. So, komm mal mit, Goliath. Alter, oha. Sehr schön. So ein Goliath ist schon hilfreich, muss ich ja mal sagen. Sehr schön. Was muss ich denn hier machen? Hallo? Achtung, hier spricht Parrish. Ich rufe einen Notstand aus. Eines unserer Lager wird belagert. Alle, die helfen können, sollen sofort aufbrechen. Da habe ich gerade keine Zeit für. Achso, ich muss das hacken. Achso. Sehr schön. So. Das haben wir, ne? Das. Ui. Einer weniger. Schnappen wir uns die anderen. Gehört der zu uns? Ja, ich glaube schon. Seltsam. Gab eine kurze Systemunterbrechung. Scheint aber alles zu funktionieren. Ja. Gleich greift er mich an. Ich sehe schon kommen. Hey, Brady, warte! Brady, schwing deinen Arsch hier! Wir müssen das Lager verteidigen! Ja, wenn der Goliath mal kommen würde. Wo ist er denn? Versteh's nicht. Brady, du hast dein Bestes gegeben, aber es ist vorbei. Verschwinde sofort von hier! Wo ist denn der Goliath? Hä? Ach da, toll. Na, wo bleibst du denn? Mein Gott. Oh nein. Überfahr mich doch einfach mal. Kannst du oben das Schiff auch zerstören, was da oben ist? Das würde mich mal interessieren, ob er das auch macht. Warte mal. Dann holen wir uns mal das auf den Schienen. Oh yeah, baby. Yeah. Let's go. Ah, hier ist übrigens der Bahnhof. Glaubst du etwa nicht, dass sie mithalten können? Oh. Scheiße. Oh fuck. Er kommt in Luft. Ihr müsst verschwinden. Oh fuck. Was? Hör auf. Was? Ich versuch's mal eben. Ich weiß nicht, ob ich's schaffe. Ich probiere mein Bestes. Yeah. Der Goliath ist hier, ne? Genau. Ja, damit wären es zwei.
Hui. Was aber nicht schön ist. Munition ist mal gut. Und Gesundheitspack auch. Kann ich denn jetzt hier den Bahnhof hier einnehmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Was ist mit dem Ding? Tut mir leid, ich habe kurz die Verbindung verloren. Jetzt sollte alles klappen. Ja, ja. Brady, na los. Komm hierher. Du kommst zu mir. Ich muss so langsam hier zusehen, dass ich weiterkomme. Ich habe so ein bisschen Angst, dass mir gleich der Goliath in den Rücken fällt. Wo ist er denn? Hallo. Ich habe keine Ahnung, warum der da rumsteht. Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach weiter hier zum nächsten Punkt und ich hoffe, der kommt dann gleich. In der Hoffnung, dass er gleich kommt. Oder. Oh, ich habe aber keine Dings mehr in der Scheiße. Ist tot. Warte mal, Na, nimm doch. Oh Gott, ist das eine Alter, ist das eine schreckliche Steuerung. Gott, 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 wir müssen das Fahrzeug jetzt. Warte mal. Da. Jetzt ist es weg. So. Na, haben wir es auch wieder. Ja. Das nächste befindet sich auf dem Parkplatz des Lagerhauses. Wer ist denn jetzt hier wer? Ach, ganz uns, ne? Oh Gott, Na, nimm doch mal den, Alter. Hallo, wieso wechselt er das nicht? Das verstehe ich gerade nicht. Boy, wie ist der hingeflogen? Ein bisschen aufpassen, ich muss nicht da hinten stehen. Alter, was? So. Was für eine Action hier gerade ist. Ist ja der Hammer. Ist ja voll mega. So. Oh, oh, was kommt denn da vorne? Das macht drei. Wir treten ihnen in ihre Ärsche. Das stimmt nicht, Brad. Das Geschütz reagiert. Ich muss mir das genauer ansehen. Das Geschütz stimmt nicht. Kannst du ohne mich weiter? Ja, kannst du. Ich kann nicht zulassen, dass dieses Ding plötzlich selbst handelt und dich angreift. Ach nee, sag bloß. Uah, Alter, uah. Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Meine Waffe ändern, aber irgendwie klappt das gerade nicht. Ich habe kaum noch Leben. Also, Medipacks. Das heißt, ich sollte mich mal schnell in Sicherheit wiegen und mal eben irgendwo Medipacks sammeln. Vielleicht hier, hier haben wir ja eine Base freigeräumt. Da finde ich vielleicht ein paar. Das ist ja das Coole, dass das so ein bisschen Open World ist, dass man hier auch frei in der Mission rumlaufen kann. Der Goliath wird da schon alleine klarkommen jetzt ein paar Minuten. Ziel verloren. Ja, ja, das war auch verloren. So, mal eben nochmal Munition. Wertsachen verkaufen. Ausrüstung. Hausartikel. Gesundheitskit. Scan läuft. So. Alter, das Fahrzeug da unten, ne? Oh, warte mal. Dann können wir jetzt die Fahrzeuge zerstören, weil die gerade zu häufig sehe, also richtig häufig sind. Können wir jetzt logischerweise. Was? Wo? Alter! Alter! Hallo! Spring doch da! Geh doch an eine Seite! Was ist das für ein Wichsler? Alter, das gibt's überhaupt nicht! Dieser Penner! Blockiert er mir doch einfach mal den Weg!
Gibt's gar nicht. Was ist für ein dämlicher Pimmelberger? Ist ja unfassbar. Und ist die Drohne hier drin am Rumfahren? Oder? Die ist doch hier unten, oder? Hi. Ja. So, blockiert ihr mir da einfach den Dings? Das ist ja voll abnormal. So, warte mal. Haben wir jetzt hier nochmal eben speichern? So, Munition voll. Was wollte ich denn? Wollte jetzt das zerstören? Ja, ja, ja. Achso, genau. Ich wollte auf die Karte geguckt haben. Das wollte ich. Ja. Der hat mich jetzt aus der Bahn gebracht. Ach, guck mal. 12 von 15 Fahrzeugen haben wir schon. Guck mal an. 12 von 20 Schadenschutz. Geil, läuft. So. Aua, aua. Hör auf zu schießen. Das gilt nicht. Da müssen wir hin. Wir müssen alleine weitermachen. Ist natürlich auch sehr geil. Das war. Hallo, mein. Hallo. Warte mal eben. Ich habe keine Zeit für dich. Ciao. Zählen die Dinger eigentlich auch als Fahrzeuge? Zählen die Dinger auch als Fahrzeuge? Da werde ich nochmal eben schnell auf die Karte gucken. Warte mal. Wir haben jetzt 12 von 15, ne? So, jetzt will ich mal diesen Roboter da erledigen. Ob der mitzählt. Wo ist der hin jetzt eigentlich? War doch gerade hier. Ach, hier. Da, 12 von 15. Probieren wir aus. Nochmal Luftschiff gesichtet. Zieht euch zurück, zurück! So. Ein Luftschiff gesichtet. Mal eben gucken auf die Karte. 12 und 15 hatten wir. Ja, das zählt nicht. Okay, also zählen nur die Jeeps. Also können wir uns da die Munition eigentlich sparen. Ja, schon mal gut zu wissen. Lustschiff, Mann! So. Das haben wir. Und eine, glaube ich, noch, oder? Oder zwei? Einen noch, geil. Ja, habe ich auch. Ja, kannst du mal ein Beispiel dran nehmen. Ich bin auch der Einzige, der was macht. So. Ah, der zählt ja nicht, schade. Also wenn die mitzählen würden, dann hätte ich schon die Fahrzeuge alle wieder zusammen. Oh, hallo mein Freund! Oh, schon da. Oh nein, fuck. Mist. Das war dumm von mir. Ich hätte weglaufen sollen von vornherein schon. Das war natürlich ein bisschen blöd von mir. Nun gut. Ist ja nicht so schlimm. Er hat ja gespeichert. So. Und jetzt ist wenigstens Tag. Jetzt sieht man wenigstens ein bisschen was. Naja, so viel mehr jetzt auch nicht. Kann ich hier nicht überklettern? Aber was soll ich denn sagen? Ziel lokalisiert. Wieso stirbt der nicht? Ich hab das Gefühl, ein Magazin, das da drauf ballern muss. Das ist abnormal. Warte mal. Wenn der doch da unten steht, der scheiß Roboter, dann nimmt er mal einen Granatwerfer. Ist doch ganz einfach. So, jetzt ist er weg.
Was? Bitte was? Alter, Alter. Hör auf, hör auf, hör auf. Wie lange das dauert, bis die Sache da drauf geklopft hat, wenn ich doch merke, ich bin noch mitten im Kampf, da muss ich mich doch eilen, das Ding da drauf zu poppen. Alter. So, kann ich jetzt hier mal eben... Entschuldigt bitte, ich habe was zu tun. Ihr geht mir jetzt auf die Nerven. So, sehr schön. Ach, hier komme ich gar nicht lang. Brady, hier spricht Heather. Du musst hierher zurückkommen. Ich kann momentan nicht mehr sagen, aber es ist schlimm.